Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Wir haben in der letzten Folge eine fette Granate geworfen. Und deswegen können wir eigentlich auch direkt loslegen. Wo kommen die jetzt alle her? Wie viele sind denn da? Ich hab doch nicht genug Munition, um alle zu erschießen. Okay, ab sofort ruhig. Ab sofort bin ich ruhig, versprochen. Herr Admiral. Versuche es zumindest. Wieso muss ich denn jetzt dahin? Oh, das macht noch mehr Krach. Echt jetzt? Ich stecke hier fest. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr springen. Ist das dein Ernst? Ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße, ich muss hier irgendwie jetzt rauskommen, ne? Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Jetzt schleicht er da durch die Gegend. Wie machen wir das jetzt? Ah, Hintereingang. Wo ist dieser beschissene Hintereingang? Der muss hier doch irgendwo sein. Ja, ist ja gut. Scheiße. Wir gehen mal da rein. Keine Ahnung, wo hier den. Ach, da ist ein Eingang. Aber ich möchte zuerst mal da rein. Das sieht interessant aus. Hier brauche ich auch noch meine Maske. Oh, hallo. Nehme ich alles mit. Tue ich mir später rein. Oh Gott. Oh Gott.
Tschüss. Mach die Tür zu. Okay. Ihr könnt mich mal. Ich hasse euch alle. Oh mein Gott, ich... Oh Gott, nein. Was ist denn noch? Das sind doch schon wieder diese Viecher. Ach so. Ach. Was soll denn die Scheiße? Anstatt mir gleich zu sagen, dass ich hier hin muss. Nein, führ mich einmal rum. Tschüss, ihr Idioten. Oh, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich kann nicht mal basteln, ich werde sterben. Oh. Und dann kann ich hier wieder. Ah, hier oben. Keine Ahnung, ergibt keinen Sinn. Hier oben darf ich wieder atmen. Wie auch immer hier eine Schlange herkommt. Ich glaube, die verfolgt mich. Wohnt hier der Admiral ganz alleine? Ist das vielleicht netter? Ist das möglich? Ich bezweifle es irgendwie fast... total. Tür eintreten? Okay. Oh. Also ein Bandit? Siehst gar nicht so aus. Aber bei diesen Banditen weiß man ja nie. Jeden Tag irgendein anderer Scheiß. Hab ich recht oder was, Senja? Sie haben immer recht, Herr Admiral. Oh mein Gott, er ist verrückt. Ach, halt die Klappe. Deine Nase ist schon braun genug. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, der Bandit. Nun, du bist hier. Das bedeutet, dass all diese rückgratlosen Würmer und Möchtegern-Piraten tot sind. Habe ich recht? Du brauchst nicht zu antworten. Wir wissen alle, dass ich recht habe. Und tschüss, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir ihm unsere Gastfreundschaft anbieten, Herr Admiral. Ein Gast, obwohl er ein Bandit ist. Ha, kein schlechter Gedanke. Es funktioniert. Ich wollte nur, dass er ruhig ist. Aber gut, er ist ein Netter. Er ist keine wichtige Person. Aber er ist ein Netter. Okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich meine, wenn ich vorhätte, eine schlechte Runde zu machen, hätte ich... Ja gut, ich habe eigentlich alle vorher schon getötet, ne? Ah, ich habe einen gerettet. Ha, kein schlechter Gedanke. Nimm Platz, Bandit. Lass uns etwas Tee trinken. Ich wette, es wird etwas aus dem Tee getrunken. Habe ich selbst gesammelt, getrocknet und gekocht. Von diesem wertlosen Haufen kann man ja keine Hilfe erwarten. Wenigstens essen sie nicht viel. Was, Jungs? Alles klar. Ach, das wäre. Ich dachte, das wäre eine Waffe. Ja. Wir geben unser Bestes, Admiral. Ach, spart euch das Gelaber. Machen mehr Lärm als die verdammten Achtes in der Brust. Vor unserem Gast haben sie auch keinen Respekt. Er kommt ja gar nicht zu Wort. Ich ignoriere sie einfach. Auf unser Treffen. Das ist mal ein guter Tee. Die wenigen Landratten trinken ihn allerdings nicht. Strahlung, Strahlung! Strahlung am Arsch! Sieh uns nur an! Wir sind so gesund, wie wir nur sein können.
Danke fürs Herkommen. Siehst du, wie fröhlich meine Jungs sind? Ja. In letzter Zeit haben wir hier niemanden mehr zum Reden. Frag mich warum. Selbst Roman hat uns vergessen. Er war allerdings hier, als wir diese Basis gebaut haben. Daran können sich noch alle Jungs erinnern. Ist doch so, oder? Ja, er war hier. Kann mich daran erinnern. Wir können uns alle daran erinnern. Schon gut, Jungs. Ihr könnt euch alle erinnern. Aber diese Mistkerle haben es einfach vergessen. Und die anderen Landratten auch. Die haben alle vergessen, dass wir sie hier mit unserem Leben verteidigen. Anfangs waren sie alle total glücklich darüber. Sie riefen, wir werden alle Banditen umbringen. Die Pioniere sind Feiglinge. Der Lehrmeister hatte nicht recht. Wir sind besser oder greifen an. Haben sie doch, oder Jungs? Ja, haben sie. Sie haben gerufen, bis sie heiser waren. Ja, lauter als diese Banditen, die wir erschossen haben. Da, bitte. Meine Jungs können sich daran erinnern. Und die da nicht. Man konnte immer auf sie zählen, wenn es darum ging, die Pioniere zu beschimpfen. Ja. Aber wenn es hart auf hart ging und die Aquas zu Hunderten angriffen, klangen sie plötzlich ganz anders. Oh, Strahlung. Oh, das ist gefährlich. Oh, und die Mädchen sagen, der Lehrmeister hätte behauptet, wir sollen von hier verschwinden. Tja, die Aquas zu bekämpfen macht eben nicht halb so viel Spaß, wie Banditen an Pfählen aufzuhängen. Die Banditen kann man ausrauben, wenn man sie umlegt. Aber die Mutanten haben nichts, wofür sich das Filzen lohnt. Wen juckt es also, wenn sie das ganze Tal auffressen? Ratten, das sind einfach nur armselige Ratten. Jetzt ist es auch ein bisschen zu spät, auf den Lehrmeister zu hören. Den Ratten ist es auch egal, ob sie auf den Lehrmeister, auf die Mädchen hören, solange sie dadurch die Möglichkeit haben, den Schwanz einzuziehen. Nein, nicht noch mehr Plörre. Deshalb sind sie alle abgehauen. Die Feiglinge. Ziehen wir uns was rein, komm. Sogar die Pioniere haben mehr Rückgrat als dieser Abschaum. Sie sind Ludmilla zum Damm gefolgt. Dort wollten sie die Tunnel nehmen und am Staubecken entlang gehen, diese Abenteurer. Ich habe keine Ahnung, ob sie jemals irgendwo angekommen sind. Aber sie hatten definitiv keine Angst vor der Strahlung. Naja, die Einzige, die mit diesem Haufen noch Mitleid hat, ist Olga. Sie hat uns hier oft besucht. Und sie sind bei den Ratssitzungen ordentlich vermöbelt. Uns besucht am Arsch! Dich besucht sie hier! Ja, sicher! Mich! Hätte ich diese Rückenverletzung nicht, dann hätten Olga und ich dieses Tal hier allerdings auf den Kopf gestellt. Aber so, wer braucht schon einen Krüppel? Zum Teufel mit ihr! Eine Frau auf einem Schiff bringt Unglück! Abgesehen davon sind wir ja hier geblieben. Ja, meine Jungs sind hier geblieben. Ich musste allerdings etwas Überzeugungsarbeit leisten, damit sie hier bleiben. Selbst ihr wolltet doch euren alten Freund verlassen. Oder? Oder? Kommen Sie, Herr Admiral. Das würden wir niemals tun. Ja, ja. Sag das mal dem Neuen. Er scheint ganz Ohr zu sein. Aber ich kann ihn euch lesen wie in einem Buch. Und ich sage, ihr wolltet mich verlassen. Und hätte ich an diesem Tag nicht meinen extra starken Tee gekocht, hättet ihr das zweifellos auch getan. Ach du Scheiße. Hey, sei vorsichtig mit der Gitarre.
Kann ich jetzt Gitarre spielen? Ich pass auf! Denk dran, dieses Ding ist ein Instrument! Jawohl, ein Instrument! Was zum Teufel ist los heute mit dir? Willst du unbedingt das Deck schrubben? Tut mir leid, Admiral. Das hilft nichts. Pass einfach besser auf. Wie wäre es, wenn du etwas darauf spielst, anstatt die Gitarre fallen zu lassen? Ich wäre für ein Seemannslied. Ja, Admiral, ein Seemannslied. Komm, sofort. Okay, ich mach das schon. Ja, ich habe nachgedacht. Warum rauchen wir nicht eine? Ich finde, das sollten wir machen. Aus welchem Grund bin ich hier? Das ist gut. Stark. So mag ich das. Diesen Tee kann man ebenso gut rauchen wie kochen. Außerdem kann er jede Krankheit heilen. Und sogar deine Eheprobleme lösen. Wieso schickt ihr mich hierher? Was mache ich hier? An den Geschmack muss man sich gewöhnen. Aber ich mag ihn sehr. Und meine Jungs hier haben auch kein Problem damit. Nicht mehr. Ich hätte ihn erschießen sollen. Ich dachte, wir dürfen keine Zeit verlieren, weil unser Zug hier auf dem Weg ist. Mein Kumpel ist am Sterben. Aber ich spiele hier Gitarre und trinke vergifteten Tee. Bis. Der Tee ist allerdings gut. Macht mich aber auch müde. Hör mal, Bandit. Ich sag dir was. Bleib einfach hier bei uns. Es macht Spaß, hier zu leben. Wir können uns unterhalten, essen und trinken, so viel wir wollen. Morgen suchen wir dir eine Hütte. Bis dahin mache ich dort mal ein Nickerchen. Ein kleines. Guter Tee, guter Tee. Was war das? Was? Warum? Warum sollte ich herkommen? Hä? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ich habe mein Leben riskiert, um mit dem zu quatschen? Na toll, jetzt leckt's wieder. Hä? Ich check's nicht. Was mache ich hier? Was soll denn das? Da ist ein Boot drin. Ich kann mir seine Medizin und alles klauen. Ja, das ist schön. Das ist toll. Aber die Quest hat mich doch aus irgendeinem bestimmten Grund hierher geführt, oder? Soll ich den erschießen? Ich erschieße erstmal den Kumpel. Das nicht funktioniert. Dann dein Vogel. Was auch nicht funktioniert. Ich check's nicht. Was soll ich denn hier? Wollte mich. Warte.
Ich muss einen Weg aus dem Sumpf und zur Straße finden, die zum Damm führt. Zuerst schaue ich am besten bei der verlassenen Sägemühle nach. Die Stromversorgung der Sägemühle ist unterbrochen. Ich muss den Generator finden und einschalten. Der Generator läuft jetzt. Nun muss ich den Hauptschalter im Schaltraum finden. Der Aufzug wird wieder mit Strom versorgt. Jetzt wird es Zeit, auf das Dach zu steigen. Dort befindet sich eine Seilrutsche, die die Sägemühle mit dem Tunnel zum Damm verbindet. Wo ist hier die verdammte... Wo ist hier die verdammte Seilrutsche? Da oben. Na, wie komme ich da hoch? So offensichtlich nicht. Ach. Und weiter? Ah. Hau rein, Kollege. Sorry, dass ich dich getötet habe. Also das ging mir jetzt hier irgendwie... Das war mir zu viel. Ich habe den Sinn nicht erkannt, warum ich herkommen soll. Okay, gut. Oh Gott, ich habe einen Bär gehört. Oh, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffentlich kommen wir voran. Haut rein, euer Zero. Ciao.